Ein Text für alle, die nichts auf die Reihe kriegen oder nie genug oder nicht das Richtige. Ihr seid nicht alleine. Zusammen können wir die Welt verändern, wenn auch sehr langsam. Liegst du manchmal apathisch rum, die Seele hängt auf Halbmast und denkst über dein Leben nach, wie viel du schon verpasst hast? Spürst, wie mit jedem Schlag des Herzens deine Zeit verrinnt? Wie machen das die anderen, die stets glücklich und erfolgreich sind? Und du weißt, dass du dein Leben auf der Stelle ändern solltest und nimmst dir vor, etwas zu tun, was du schon immer tun wolltest. Wozu dir stets der Mut gefehlt, doch heute soll es sein. Und dann fällt dir als erstes der Berg von Abwasch ein. Und so hängst du wieder am Computer und du kriegst das Kotzen, weil bei Facebook alle mit ihren tollen Leben protzen. Thorsten taucht im Roten Meer, Ulf hatte Geschlechtsverkehr, Max wohnt jetzt in Reykjavik und schreibt, kommt alle her. Ole ist bei einem Startup, Apps fürs iPhone programmieren, Marvin schneidet sich den Bart ab, 100 Leute kommentieren. Silvi ist in Island reiten, Max ist in den Rockies hiken, Stefans Kind macht Bäuerchen und 1000 Freunde liken. Josephine verkauft jetzt coole Fairtrade-Jute-Taschen, auch Nadine ist glücklich, sie hat zumindest abgewaschen. Und Silke hat einen Fashion-Blog und Tillmann hat einen Fashion-Blog und Carmen hat einen Fashion-Blog und du hast nur auf Bierchen Bock. So starrst du auf den Monitor, verplemperst deine Zeit, drückst mechanisch auf, gefällt mir und bist grün vor Neid. Alle streben, alle leben, nichts erleben ist ein No-Go. Das Highlight deines Tages ist ein Sternburg-Togo. Und du schreibst nichts. Und niemandem gefällt das. Doch du solltest dich fragen, all diese Leute, die offenbar dauernd Heidelmeer-Buffets backen, ihr Studium oder ihren neuen Roman beenden, die Snowboard fahren und Fallschirm springen, in Bands spielen, die gerade voll abgehen, singen, die Bäume zeugen, Kinder pflanzen, Häuser bauen und Tango tanzen, Geld verdienen, auf Partys stehen, Slams gewinnen und steil gehen, jede Chance beim Schopfe packen, Slammern in die Dusche kacken, das muss man jetzt nicht verstehen, das ist eine lange Geschichte. Und die heiraten und Karriere machen und an Kochkursen teilnehmen. Und das alles, während sie nackt an einem Gummiseil vom Ladekran eines Eisbrechers springen, der in die Antarktis unterwegs ist, um dort Walfänger zu rammen. Und auf diese Art gegen den Hunger in der dritten Welt, die Gentrifizierung und umgedrehte Wagenreihung bei der Deutschen Bahn zu demonstrieren. Und die dabei auch noch so gut aussehen und dieses gütige, selbstzufriedene Lächeln in die Fressen gemeißelt haben. Glaubst du wirklich, dass diese Menschen glücklicher sind als du? Ja, wahrscheinlich sind sie das. Doch Mann, hör bitte auf zu jammern, es ist noch nicht zu spät, sei mit dir zufrieden, ich zeige dir, wie es geht. Du musst nur die Augen öffnen, damit ich dir helfen kann, es kommt am Ende alles auf die Perspektive an. Es macht nämlich einen Unterschied, ob du etwas verpasst oder ob du ganz bewusst darauf verzichtet hast. Das Leben ist genau betrachtet eine Downhill-Piste und je mehr du strampelst, umso schneller bist du. Am Ende stellt sich nur die Frage, ohne oder Kiste, nutze deine Zeit, schreib eine Not-To-Do-Liste, Not-To-Do-Liste. Wenn ich zum Beispiel morgens aufstehe, mache ich mir einen Kaffee, überlege mir 5, 6 Sachen, die ich toll finden würde und dann sage ich mir, nö, Volker, heute nicht, du kannst auch ohne glücklich sein. Heute habe ich mir vorgenommen, weder die Welt zu verbessern, noch joggen zu gehen, mich anschließend nicht um einen Job auf der ISS zu bewerben, mich auf der Straße nicht von fremden Frauen ansprechen zu lassen und auf gar keinen Fall diesen Text auswendig zu lernen. Und jetzt stehe ich hier und genieße das geile Gefühl, nachher alle Punkte auf der Liste abhaken zu können, bis auf den Punkt Welt verbessern vielleicht, denn ist nicht Verzicht das, was die Welt braucht? Und bin ich da nicht ein leuchtendes Vorbild für all die erbärmlichen Gutmenschen, die sich toll fühlen, weil sie auf Fleisch oder Plastiktüten verzichten? Ich beschäme sie alle, denn ich habe erst gestern darauf verzichtet, den Regenwald auf Sumatra abzuholzen. Freiwillig verzichten ist das Neue haben müssen, nichts zu tun ist super gut für die Natur und das Gewissen. Und all die Dinge, die ich morgens aufgeschrieben habe, hake ich abends auf meiner Not-To-Do-Liste ab. Alles, was ich niemals hatte und doch stets vermisste, was ich nicht erledige, obwohl ich eigentlich müsste, jede Frau, die mir gefiel und die ich niemals küsste. Alles stolze Häkchen auf der Not-To-Do-Liste. Es hat doch auch alles keinen Zweck. Wenn du dich dann doch aufraffst und zum Beispiel diesen Text hier schreibst, kommt 2 Tage später jemand angeschissen und sagt, bäh, die Idee mit der Not-To-Do-Liste hat aber auch schon Marc-Uwe Kling. Es ist zum Kotzen. Wer nichts macht, macht nichts verkehrt. Und betrachten wir es doch mal mathematisch. In einem unendlichen Universum gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Egal wie viel du erlebst, du wirst unendlich viel verpassen, denn unendlich minus irgendwas ist immer noch unendlich. Das Verhältnis von Erlebten zu Nichterlebten beträgt immer genau 0. Es ist also mathematisch erwiesen, dass es praktisch unmöglich ist, überhaupt irgendwas zu erleben. Und um nichts zu erleben, musst du nicht auf den Mount Everest klettern oder mit Biermischgetränken durch die Innenstadt torkeln. Nichts erleben kannst du auch ganz geheim, ganz bequem daheim im Bett oder mit stumpfem Gesicht an der Bar deiner Stammkneipe. Sollen sie rackern, sollen sie feiern, sollen sie posten, diese Affen. Glaub an dich, du kannst viel mehr, als du denkst, nicht schaffen. Versuche nicht, die Welt zu ändern. Nimm dir vor, es nicht zu tun. Und sobald du das geschafft hast, hast du jeden Grund, dich auszuruhen. Das Leben ist genau betrachtet eine Downhill-Piste. Und je mehr du strampelst, umso schneller bist du. Am Ende stellt sich nur die Frage, ohne oder Kiste. Nutze deine Zeit, schreib eine Not-To-Do-Liste. Dankeschön.
Stadtmeisterschaft Berlin. Volker Strübing.